Situation zu kontern, sondern was wir tun müssen, ist glasklar zu sagen, wahrscheinlich wird es in diesem Winter zu unkontrollierten Blackouts nicht kommen. Aber warum wird es nicht dazu kommen? Weil diese Regierung verdammt nochmal jede Menge Kohle und Gas verbrennt. Ja? Das muss klar sein. Ich habe heute Morgen mal in die Electricity Map geguckt. Die Hälfte der deutschen Stromproduktion kommt heute Vormittag aus Kohle. Dann kommt noch ein bisschen aus Sonne und Wind, etwas mehr aus Biomasse, der Rest ist Gas. So sieht es aus. Das heißt, bei einer Wetterlage wie dieser, die in diesem Winter nur relativ häufig doch vorkommt, schaffen die Erneuerbaren ungefähr 50% und der Rest ist fossil. Und die Regierung hat in den letzten Monaten relativ viele Kohlekraftwerke wieder ans Netz genommen. Unter anderem 2 in Niedersachsen. Da steht das Kernkraftwerk Grohnde seit 8 Monaten still. Stattdessen läuft jetzt das Kohlekraftwerk Heyden direkt in der Nachbarschaft. Ja, warum? Wir haben nachgeschaut. Man kann das ja, die Daten liegen ja transparent offen. Was macht denn das Kraftwerk Heyden da in der Nähe des stillgelegten Kernkraftwerks Grohnde? Das macht ständig Leistungshaltung. Ja? Das ist dafür zuständig, dass an diesem Netzabschnitt die Frequenz und die Spannung gehalten wird. Ja? Und da steht dann immer Wirkleistungserhöhung in dieser Statistik, was dieses Kraftwerk da jetzt gerade machen muss. Und das ist genau der Problempunkt, den unsere Bundesregierung nicht sehen will. Und daher sage ich natürlich, ja, Robert, lass das Licht an, aber das richtige Licht. Das Licht muss CO2-arm sein. Dankeschön.